Gott wird dich in naher Zukunft begegnen. Gott wird dich in naher Zukunft begegnen. Gott wird dich in naher Zukunft begegnen. What the fuck? Es gibt viele Arten, wie Gott zu uns sprechen kann. Das ist schön, Mr. Hyperaktiv in Blau. Und das hier ist zum Beispiel, wie Gott durch die Bibel zu uns sprechen kann. Bei mir war es zum Beispiel Jesaja 41, 13. Du musst dir vorstellen, der kleine Dennis, 4, 5 Jahre alt wahrscheinlich, das war mein Lieblingsvers. Okay, Bibelstellen, macht Sinn. Was steht denn da? Weil da heißt es, hab keine Angst, du kleiner Wurm. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und führe und leite dich. Ich gebe mal jedem die Zeit, hier einen beliebigen katholische Priester ficken Kinderwitz einzufügen. Und möchte nur am Rande erwähnen, sowas steht in eigentlich so gut wie jedem heiligen Buch. Ob jetzt die Schriften Buddhas, der Koran oder sonst irgendwas, da steht immer irgendwas von Gott, / die Götter, / irgendwas Übernatürliches hat dich total lieb und leitet dich. Und es war aber nicht der Punkt, dass ich Angst hatte und deswegen dieser Vers so zu mir gesprochen hat, sondern die Vorstellung, mit meinem Vater durchs Leben zu gehen. Und dann an jeder Ecke zu gucken und zu staunen, was er tut. Wow, hier ist einer gesund. Wow, und hier ist was passiert. Und wow. Dude, egal was du nimmst, nimm weniger. Das ist, seit ich so klein war, ganz tief in mir drin, dieser Wunsch nach seinem Wirken, sein Wirken zu erleben, ihn selbst zu erleben, zu merken, was er alles tut. Das wurde durch die Bibel in mein Herz hineingelegt. Da hat Gott durch die Bibel zu mir gesprochen. Also, weil du an Gott glauben willst und mit Gott eine Beziehung haben willst, fühlt es sich für dich so an, als ob Gott durch diesen Vers mit dir redet. Du merkst, wo das Gefühl herkommt, oder? In dem Video möchte ich ein Beispiel erzählen, wie Gott durch eine göttliche Heimsuchung zu mir gesprochen hat. Okay, göttliche Heißung, hau raus. Wir waren in der Stube und haben miteinander gequatscht. Und ich habe einem Team, die sieht sehr viel in der unsichtbaren Welt. Und dann plötzlich hat sich doof gegrinst und ich sagte, was ist jetzt wieder los? Und sie wollte es nicht sagen. Und ich habe dann nachgehakt, bis sie gesagt hat, sie sehe den ganzen Raum voller Engel und ich. Als ich gesagt habe, du sollst weniger nehmen, war das keine Aufforderung, deine Drogen zu verteilen. Ernsthaft, wie soll ich darauf reagieren? Echt, jetzt ist hier auch eine... Okay, das wäre eine Möglichkeit. Und wir haben beide gequatscht, wir haben über Berufung, hatten wir zusammen gesprochen. Also, damit ich das richtig verstehe, du sitzt mit jemandem zusammen in der Stube und dieser jemand sagt, der ganze Raum ist voller Engel. Und du läufst nicht schreiend weg. Und plötzlich sagt sie, Dennis... Ich habe den Eindruck, du solltest sagen, was du für Gott machen möchtest auf dieser Welt. Und er will das salben. Lauf! Okay, ich habe dann gesagt, was ich denke, was meine Berufung ist, was ich für ihn machen möchte. Und in dem Moment waren meine Hände wie mit Öl überzogen. Wirklich, das habe ich noch nie erlebt vorher und auch nachher nicht in dem Maße. Wirklich, als wären die mit Öl überzogen. Und die Fußsohlen, ich lag barfuß auf dem Sofa, die Fußsohlen haben richtig geglüht, als würden die feuerheiß werden. Was soll denn der Käse? Mal sehen, du bist mit einer Person im selben Raum, die sagt, der ganze Raum ist voller Engel. Und meine Engelfreunde wollen wissen, was du für unseren Gott tun willst. Dass da deine Hände schwitzen, ist ganz normal. Aber bevor sich jetzt irgendjemand aufregt, du bist ja so böse zu den armen Christen, das ist ja nur deren Religion, jade jade. Überlegt mal, irgendjemand würde euch die Story erzählen mit einer Gottheit, an die ihr nicht glaubt. Sagen wir mal beispielsweise Mithras oder Poseidon. Stellt euch ernsthaft vor, euer Kumpel würde euch sagen, Dude, der ganze Raum ist voller Meerjungfrauen und die wollen wissen, was du für Poseidon tun willst. Du wirst den Typen für bekloppt halten. Der einzige Grund, warum das auch nur ansatzweise sozial akzeptabel ist, ist, weil es ums Christentum geht und die Religion relativ weit verbreitet ist. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was alles da abgegangen ist, muss ich auch nicht, aber für mich war es klar, Gott hat da auch ein bisschen bestätigt, was ich gesagt habe, was ich als meine Berufung ansehe, was ich denke, was ich für ihn machen werde auf dieser Welt. Er hat da wie einen Okay-Stempel gegeben für mich und hat gesagt, hey, ich salbe das, ich stehe dahinter, was du davor hast. Also du hast schwitzige Hände, während Leute über Gott reden und darum redet Gott mit dir und salbt deine Sachen und... Das läuft wieder darauf hinaus, du glaubst an Gott, darum denkst du, jeder Bullshit ist ein Signal von Gott. Das hier ist ein Beispiel dafür, wie Gott durch Bilder zu uns sprechen kann. Zum Beispiel, ich war auf Facebook und scrollte durch die Freundesliste. Und wie ich dann irgendwie mit den Augen an einen Freund hängen bleibe, sehe ich einen Nackenmuskel. Also einfach der Muskel hier, ich sehe so den Muskel. Und denk mir, was soll das? Und stell die Käsefrage, was soll der Käsegott? Also du siehst ein Bild von einem Typen, siehst den Nackenmuskel und denkst dir, Gott, nächster... Das hier ist ein Beispiel dafür, wie Gott durch unsere Gedanken zu uns sprechen kann.
Ich war auf dem Nachhauseflug, aber ich musste mir ja wieder mal die Füße zertreten. Also stehe ich auf und strecke mich und denke mir, oh, es wäre cool, Jesus, wenn du mir jetzt Worte der Kenntnisse geben würdest über die Leute hier. Und guck so durch die Leute und dann sehe ich im anderen Gang drüben ein großer schwarzer Mann. Und wie mein Blick über den läuft, habe ich einen Gedanken im Kopf, Heimweh. Also du hast grundlegende empathische Fähigkeiten. Glückwunsch, du hast die Fähigkeit, dich in einen Menschen hineinzuversetzen, so wie Milliarden anderer Menschen auch. Das wieder hier ist ein Beispiel für körperliche Empfindung. Ich habe zum Beispiel für eine Frau gebetet und plötzlich, wie ich für sie bete, piekst es mich im Finger. Hab mich erinnert ans Blutnehmen. Und weil es mich daran erinnert hat, war es mir klar, frag mich nicht wieso, ich wusste einfach, dass sie sich prüft und prüft. Wie das Blut, was man dann prüft. Ich wusste, sie genügt sich selber nicht, sondern sie klagt sich an und fühlt sich selbst für nicht genug. Also, du spürst beim Beten für eine Frau ein Pieksen im Finger und das leitest du zum Blutspenden, was du zum Blutprüfen, was du zum sich selber prüfen ableitest. Du weißt schon, dass du Christ bist und sie wahrscheinlich auch, also Mitglieder von einer Religion, die euch sagt, dass man von Geburt an böse und verdorben ist, weil Eva mal einen Apfel gefressen hat. Und dass ihr dreckigen, kleinen, bösen Menschen nur erlöst werden könnt, weil Jesus so super cool ist und sich für euch geopfert hat. Den Teil hast du nicht vergessen, oder? Gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Alle deine Beispiele hier, Dennis, lassen sich 1:1 auf jeden anderen Gott, fiktiven Charakter, realen Charakter und jedes Stück Käse beziehen. Alles, was du hinkriegen musst, ist einem Stück Cheddar an allem, was dir passiert, die Schuld zu geben. Oder im positiven Sinne ein Stück Cheddar für alles Gute verantwortlich zu machen und für alles verantwortlich zu machen, was du fühlst. Und wenn du das schaffst, dann hast du mit diesem Stück Cheddar eine innige Beziehung, genauso wie du sie jetzt mit Jesus hast. Also, da mich meine christliche Erweckung nicht wirklich überroffen hat und ich immer noch denke, dass Jesus irgendwie komisch ist, ja, ich warte auf weitere Zeichen. Bis dahin, wir sehen uns, Leute.